Servus Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play WoW PvP mit unserer Blutelfin Aletris am Start in der tiefen Windschlucht. Ja, ein BG, was ich tatsächlich nicht so gerne mag, aber wir ziehen trotzdem durch, ne? Hilft ja alles nichts, das ganze Meckern. Und ich zeige euch hier nochmal kurz eingeblendet meine Talente und ja, würde sagen, wir machen uns mit unseren Kollegen hier auf den Weg Richtung Mitte. Ich weiß gar nicht, wie viele jetzt mitkommen, ja, okay. 4, 5, 6, 5, 6 Leute sind wir jetzt hier im Schnitt ungefähr. Aura der Hingabe, einmal an und dann löppt der Lachs hier auch schon. So, ein paar Kollegen verstecken sich jetzt hier auf jeden Fall noch. Das ist ein Heal, den sollten wir auf jeden Fall hier angehen. Und da erstmal alles Mögliche auf den draufkloppen, was hier überhaupt nur geht. Na, wir versuchen den hier irgendwie. Versuchen den hier irgendwie halbwegs rauszunehmen. So. Mitte gehört schon mal uns. Das ist an sich schon mal ganz gut. Na, okay. Aber wir sollten jetzt aber mal versuchen, die hier zu fokussen, obwohl ich tatsächlich glaube, das gibt jetzt hier nichts mehr. Das gibt jetzt hier nichts mehr, das können wir vergessen. Ach, schade. Aber wir haben die Mitte, glaube ich, geholt. Ne, oder? Warte mal. Ja, Markt kontrolliert von der Horde, sehr schön. Also das ist trotzdem an der Stelle gut. Hilfe, Hilfe, Mitte. Ist an der Stelle trotzdem gut, aufgrund dessen, dass die jetzt auch erstmal wieder eine Minute oder so warten müssen, bis das deren Punkt wieder wird. Also okay, das gehört uns. Dann würde ich sagen, laufen wir hier rüber und versuchen da die Ruinen zu holen, die gerade umkämpft sind. Dann können wir da vielleicht noch ein bisschen supporten. Jemand Hofdeffen, ich hol unsere andere Base. Okay, alles klar. Aber wir sollten zu den Ruinen gehen. Mitte zu viel. Ja, Mitte werden wir so ohne weiteres sowieso nicht mehr bekommen, glaube ich. Ah, hier sind irgendwie drei Jäger am Start. Na, okay. So, wir sollten hier auf jeden Fall versuchen, irgendwie die Jäger aus dem Weg zu räumen. Na, okay, die laufen alle weg mit ihrer komischen Schildkröte. Soll mir auch recht sein. Kommen jetzt hier nochmal wieder. So, den haben wir hier aber noch bekommen. Hä, warum nimmt der mich denn mit? Will nicht mitgenommen werden. So, ja. Okay, jetzt sind wir desorientiert. Aber wir sollten jetzt tatsächlich trotzdem nicht zu weit weglaufen und dann den Punkt hier vernachlässigen. Das würde auch keinen Sinn machen. So, aber aktuell sieht es wohl ganz gut aus. Die Priesterin ist hier alleine, das macht keinen Sinn. Kommt der Slugs, der Schurke kommt hier noch. Ich muss unbedingt meine Favoritenreittiere mal überarbeiten, weil sonst habe ich das Problem, dass ich die ganze Zeit auf so komischen, keine Ahnung was, Viechern reite. So, Schrein ist auch umkämpft, die Zergen hier noch, wir versuchen hier mal zu deffen, kriegen jetzt hier zumindest schon mal die Base, das ist schon mal sehr, sehr gut. Okay, Schrein wurde zurückgeholt, der Jace ist da alleine, die sollten auf jeden Fall mal hier rüber rotieren und versuchen, den da zu unterstützen, weil ich glaube, sonst ist es ein bisschen blöd. Erlittener Schaden um 3% verringert. Das schmeckt natürlich, deswegen sollten wir Aura der Hingabe anmachen. Ich weiß gar nicht, ab wann es sich lohnt, die Aura der Vergeltung zu nehmen.
Na, wir laufen mal weg. Laufen mal weg, laufen mal weg, laufen mal weg, laufen mal weg. Ah, okay, perfekt. Jetzt hat sie sich hier wieder eingetördelt. Eingetördelt. In dem Moment bleiben wir ein bisschen hier hinter der Deckung. Na, okay. Hier will nicht wirklich jemand irgendwie hinkommen. So, der steht da hinten. Das ist sehr gut. Okay, das gefällt mir nicht. So, na okay, wir können die hier wenigstens ein bisschen von der Base wegdrücken, aber so richtig Erfolg haben wir jetzt nicht. So richtig viel Erfolg haben wir leider nicht. Wir sind auch relativ gleich auf tatsächlich. Ja, ich möchte nicht gestunt sein. Aber vielleicht können wir jetzt hier mal so ein bisschen reindrücken und ein bisschen Flächenschaden machen. Das wäre doch schon mal eine Idee. So, aber ist auf jeden Fall ein dicker Zerg jetzt hier, der am Start ist. Vielleicht können wir da mal mit blendendes Licht mal rein. Mein Gott, wie viele sind das denn? Alter Vater. Wie viele sind das denn? Junge, 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 was geht hier ab? Aber wir gehen jetzt hier nochmal für den Priester. So, den sollten wir eigentlich bekommen. Und dann können wir nochmal den hier reinmachen. Eine zornige Vergeltung ziehen, sobald wir aus dem Stun raus sind. Ja, komm her, komm her, komm her, komm her. Du wagst dich hier ein bisschen weit vor, mein Freund. Wollte ich nur mal gesagt haben. Und Alter, das klatscht richtig Damage rein. Vor allem, wenn die im CC sind. Dann klatscht das richtig Damage. Ah, okay. Oh, yo. Yo. 129.000 mit gezielter Schuss. Und Explosivschuss nochmal 125.000. Wie geht das denn? Wie geht das denn? Was ist das denn für eine kranke Zahl? Alter Vater. Junge, wie geisteskrank. Was für eine kranke Damage-Zahl. Ich frage mich gerade, ob ich jemals schon mal so einen Schaden gemacht habe mit einer Fähigkeit. So, die haben wir aber hier. Das ist sehr, sehr gut. Na, okay. Er klatscht uns hier forscht rein. Auch hier wieder 104k. Es ist wirklich komplett ätzend. Und der Kollege geht mir sowas von auf den Sack. Na. Na, 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 na. Ich möchte nicht, ich möchte nicht. Gegebenenfalls können wir hier nochmal gucken, dass wir hier irgendwie weiterkommen. Allerdings. Das ist zu weit entfernt. Na.
Ey, das ist doch wirklich komplett krank, oder? Na, wir verstecken uns mal hier hinter. Heilen uns kurz ein, zwei Mal. Aber es ist ein richtig intensiver Fight. Na, okay, das war so klar. So, wir gehen hier rein. Okay, jetzt hat er uns hier nochmal in den Eisblock geworfen. So, wir versuchen hier nochmal wegzukommen. So, sehr schön. Aber wir konnten die wieder zurückschlagen. Wir konnten die wieder zurückschlagen, was auf jeden Fall, würde ich sagen, schon mal ganz gut ist. Der Jäger streunert hier hinten irgendwo noch rum. So, pass auf, pass auf, pass auf. Ja, wenn jetzt alle wieder abhauen, ist nicht so gut. Okay, es gehen. Na gut, es gehen einfach alle. Okay. Auch nicht schlecht. Da müssen wir halt eben hier bleiben. Um ein bisschen wenigstens fürs Team zu spielen. Weil, wenn dann alle jetzt weggehen und alle davon ausgehen, der Pala hier defft schon, dann habe ich fast gar keine andere Wahl tatsächlich. Deswegen würde ich jetzt sagen, bleibe ich einmal hier. Da ist ein Jäger. Den haben wir gerade eben gesehen. Na, okay. Ach, scheiße. Das ist doch ätzend. Mitten im Burst. Das hat er nicht schlecht gemacht. Da hat er mich komplett rausgenommen. Und läuft jetzt hier hinten irgendwo lang. Ah, und haut jetzt ab. Okay, alles klar. Gut, okay, dann haben wir jetzt hier unseren Burst verschwendet, aber immerhin haben wir die Base oder konnten wir die Base hier halten. Ich würde sagen, wir leisten hier ganz gute Arbeit. So, wir versuchen mal von da hinten zu kommen, weil da ist jetzt ein Kollege, der hier auf jeden Fall... Warum zieht der überhaupt so früh seine Bubble? I don't get it. Na. Ach du Heilige. Ach du Heilige. Na, wir versuchen hier zumindest ranzukommen, aber es klappt nicht. Kriegen hier Stunts ohne Ende. Bomben ohne Ende. Ich würde sagen, so für unsere Möglichkeiten machen wir das eigentlich ganz gut. Ah, komm. Scheiße. Jetzt hat er hier wieder seine Kacke aktiviert. Ah, komm. Na, er ist hier noch irgendwo. Ah, der ist da hinten, der Kollege. Okay, lassen wir ihn. Der hat seinen Spaß gehabt. Sehr schön. Machen wir hier mit A2 einen drauf. Zack. Perfekt. Aber ich würde sagen, im Großen und Ganzen scheint das so, als wenn das für uns ausgehen würde, das BG hier. Das freut mich schon mal an der Stelle. Das freut mich doch schon mal. Hier haben wir ein kleines... Was ist das? Weiß nicht, was es ist. Ein Waschbär, glaube ich. So, aber 3:2, 1400 Punkte. Sind jetzt hier mit knapp 400 Punkten im Vorsprung.
Ich würde sagen, das kann sich doch auf jeden Fall sehen lassen. Sehr, sehr schön. Ja, war eine richtig nice, stabile Runde. Gerade die Kämpfe hier an der Ruine haben echt Bock gemacht. Auch sehr herausfordernde Gegner. Gegen den Jäger zu spielen hat auch echt Bock gemacht, weil der echt gut war. Also er konnte halt gut kiten so. Na, dann hast du als Jäger schon mehr oder weniger oftmals die halbe Miete, wenn du gut kiten kannst. Und ich meine, ich bin ja als Parler jetzt auch nicht übertrieben mobil, aber ich bin jetzt auch nicht komplett immobil, ne, mit meinen halbwegs Fernkampffertigkeiten und Segen der Freiheit etc. Von daher war das auf jeden Fall schon echt ein richtig guter Fight. Und in dem Sinne, liebe Leute, bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Und krass, wenn man sich mal die Schadenzahlen von der Allianz hier anguckt. Und ja, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, dann ich kann nicht mehr reden. Ich mache auch für heute auf jeden Fall einen Aufnahmeschluss. Aber wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und in dem Sinne, wiederschauen und reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zaranos. Ciao, ciao.